Hello! Wie ihr seht, also wenn ihr das letzte Video schon von mir gesehen habt, bin ich jetzt nochmal in derselben Location mit denselben Sachen, weil ich direkt im Anschluss das nächste Video drehen wollte und zwar diesmal ein Aufgebraucht-Video. Habe ich ja auch schon lange nicht mehr gemacht und die Tüte ist wirklich krammelvoll. Und ich möchte euch hier dann auch so ein bisschen erzählen, wie ich die Produkte fand, ob ich sie mir wieder kaufen würde oder nicht. Also fangen wir am besten an, weil es ist ganz schön voll. Angefangen mit einer Sebamed Waschcreme, also beziehungsweise Waschseifenhandstück, habe ich mir mal gekauft für mein Gesicht, weil ich eben nicht mehr mit Seife richtig rangehen wollte, also mit richtiger Waschseife. Fand ich eigentlich ganz okay. Ich nehme sie jetzt zum Schluss nur noch für meine Hände einfach, damit die nicht so austrocknen, wenn ich eben Geschirr abgespült habe oder die Wohnung gemacht habe, dass ich dann nicht noch zusätzlich mit Chemie in meine Hände gehe, weil ich irgendwie es immer wieder vergesse, meine Handschuhe beim Spülen anzuziehen. Ja, also fand ich okay, aber würde ich mir jetzt, glaube ich, so nicht nochmal wieder kaufen. Als nächstes leer geworden ist meine Sebamed Reinigungsschaum. Den, ach, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde ihn mir nicht wieder kaufen. Ich fand ihn gut, er ist gegen unreine, also für unreine Haut, damit sie besser wird. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde sie mir nicht nochmal wieder kaufen. Also, sie hat nicht in den Augen gebrannt, war aber jetzt auch kein sonderlicher Hit. Man hat auch nicht das gesamte Make-up mit runterbekommen, weil ich mache immer zwei Waschgänge, also zweimal das und es war immer noch nicht runter. Deswegen, ja, nö, würde ich mir nicht nochmal wieder kaufen. Dann etwas, was wir wirklich immer wieder kaufen, ist von Schwarzkopf das Shampoo für Männer und Dreifacheffekt Haarwurzel, Kopfhaut, Zink-Anti-Schuppen-Shampoo. Das kaufen wir wirklich jedes Mal wieder nach. Wir waren ja erst bei Head & Shoulders so ein bisschen hängen geblieben, fanden das jetzt aber angenehmer. Ich glaube, das habe ich mal als Probe bekommen. Auf jeden Fall sind wir irgendwann mal drauf gekommen, es zu testen. Oder war Head & Shoulders leer? Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Jedenfalls kaufen wir das jetzt schon seit Monaten immer wieder nach. Ich habe jetzt auch nur eine Packung, glaube ich, aufgehoben. Wir werden es sehen. Aber ja, riecht sehr gut, benutze ich selber sehr, sehr gerne und macht tatsächlich die Schuppen auch weg. Und dann auch wieder von Sebamed, die trockene Haut-Spezialcreme. Die fand ich richtig, richtig toll. Hätte ich jetzt nicht meine koreanische Creme, die ich jetzt neu entdeckt habe, würde ich die definitiv wieder nachkaufen. Falls ich meine koreanische Creme nicht so schnell wiederbekomme, würde ich natürlich trotzdem da zurückgreifen. Sie ist wirklich absolut leer gelutscht. Es ist nichts mehr drin. Sie roch sehr, sehr gut. Sie hat wirklich sehr gut Feuchtigkeit gespendet und hat auch meiner unreinen Haut überhaupt nicht schlecht getan, was man ja meistens von Feuchtigkeitscreme eventuell erwarten könnte. War hier nicht der Fall. Es war einfach göttlich. Also würde ich wieder kaufen. So, dann zu zwei koreanischen Produkten tatsächlich. Und zwar eine Gesichtsmaske Detox. Die hatte ich ja auch in meiner koreanischen Pflege-Kosmetik-Geschichte im letzten Video erwähnt. Das Video dazu unten in der Infobox natürlich. Und zwar ist es eine Face Sheet Mask Detox und die hat mein Freund ausprobiert. Die hat er sich aufs Gesicht gegeben. Also das ist so ein Stoff, so ein Fließstoff, den man sich aufs Gesicht gibt. Da ist unheimlich viel Feuchtigkeit drauf. Also das reicht locker für Hals, Dekolleté und Oberarme locker noch aus, wenn man eben so einen Beauty-Tag macht. Und das sollte man vielleicht auch ab und an mal machen. Jedenfalls dachten wir erst am Anfang, oh, die tut ja gar nichts. Aber letztendlich, als mein Freund sich das Ganze dann, man wäscht die übrigens nicht ab, man lässt die drauf und lässt es einziehen. Als das dann eingezogen war, hatte mein Freund so ein richtig schön gepflegtes Gefühl auf der Haut. Ein sehr reines Gefühl, überhaupt nicht quietschig oder eklig, sondern wirklich sehr, sehr angenehm. Und deswegen würde ich die definitiv wieder kaufen und kann sie euch nur empfehlen, wenn ihr das so einmal die Woche macht, euch das auf das Gesicht zu geben. Es ist wirklich, wirklich super. Dann kommen wir zu meiner Maske, die ich für mich ausprobiert habe. Und zwar ist das jetzt tatsächlich eine aus Korea. Und zwar von The Cream Shop, The Face Shop Marke. Und zwar ist das hier die Animated Animal Face Mask Infused with Moisturizing and Hyaluronic Acid, also Oxidantien drin. Jedenfalls ist da eben auch Hyaluron drin und ich fand das sehr, sehr spannend, das mal auszuprobieren. Ich war unheimlich begeistert, wirklich. Also diese Maske werde ich mir definitiv nachbestellen. Man kann die auch bei Amazon bestellen und das werde ich auch tun. Guten Tag! Mama! Ja? Da habe ich noch keine Runde von dir. Ping, ping. Oh! Und dann die kleine Mama? Ja? Was ist denn die kleine Runde? Das ist eine coole Runde. Mama, Runde von der Pfanne. Ah, du bist dran. Wow, cool ist das. Ja, willst du dich hier hinsetzen? Ja. Das ist immer cool. Die ist cool. So, ihr hört jetzt den kleinen, ich hoffe, das ist okay für euch. Jedenfalls ist das eine Maske, die ich wirklich sehr, sehr gut fand. Und diese Maske macht wirklich ein Pinguin-Haut. Also, wie man sich das vorstellt, wie eine Pinguin sich
Wie man sich das so vorstellt, wie ein Pinguin sich anfühlt. Also es ist unheimlich. In der Akku-Schuppe bitte. Ja, ich sehe das, Schatzi. Also man hat hier wirklich das Gefühl, dass die Haut aufgeplustert ist, dass man so drüber quietschen kann. Also es ist schon ein sehr quietschiges Gefühl, theoretisch auf der Haut. Aber einfach unheimlich angenehm. Cool, ich kann den Blender. Hier. Weiter mit einem Duschgel, was mein Freund sich gut hat, hautneutral, weil er sehr empfindliche Haut hat. Ich auch und wir baden ja auch meistens mit dem Kleinen zusammen, deswegen haben wir das einfach mal für uns alle geholt. Und fand es sehr, sehr angenehm, ist eine Limited Edition allerdings gewesen. Und das hat mich... Hier bin ich gegangen. Also er hält jetzt übrigens auch in die Kamera so ein paar Produkte. Fanden wir wirklich sehr, sehr gut, würde ich auch wieder kaufen, wenn es dann wieder gibt. Aber aktuell habe ich es bei DM leider nicht mehr gesehen. Nun zu dem Produkt, was mein Kleiner gerade versucht hat, in die Kamera zu halten. Und zwar ist es von Palmolive, das Magic Softness. Das hatte ich in der Rossmann... Das hatte ich in der Rossmann-Box tatsächlich drin. Und fand es wirklich sehr, sehr angenehm. Und werde es mir definitiv wieder kaufen, sobald meine normale Handseife leer ist. Hierzu hatte ich auch schon in meinem koreanischen Haul erzählt. Und zwar ist das eine Fußmaske für die Füße, die extrem feuchtigkeitsspendend ist. Das gibt es verschiedene Arten und mein Freund hat die ausprobiert und beim Ändern ist das ja immer so eine Sache, Feuchtigkeit an den Füßen, oje oje. Aber die ist wirklich super eingezogen, man zieht das so drüber wie eine Socke, kann dann auch theoretisch drin rumlaufen, machen die meist nicht, weil sich das doch komisch anfühlt. Und dann hat man schöne gepflegte Füße und das finde ich einfach mega gut für Leute, die eben sich nicht gerne eincremen wie ich. Ist das eine mega gute Geschichte. Gibt es wie gesagt verschiedene Arten, lässt man 15 Minuten drauf und dann ist das Ganze schick. Wird auch unten in die Infobox verlinkt. Danke, Schatzi. Dann habe ich von meiner Freundin ein Kerastase-Probepaket mal bekommen. Und zwar ist es das Anti... ja, lassen wir es dabei. Es ist auf jeden Fall eine Pflege für die Haare, die sehr intensiv ist, wo man in die Spitze reingehen kann, wenn man eben so wie ich blondiertes Haar hat. Und dann kann das Ganze wieder aufgebaut werden. Und das ist eine sehr, 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 sehr reichhaltige Pflege. Kann ich im Sommer leider nicht so gut tragen wie im Winter. Aber im Winter benutze ich die sehr, sehr gerne und kaufe es mir auch eigentlich jedes Mal wieder nach. Gibst du mir das? Ja. Dankeschön. Dann von Rival de Luke war auch in der Rossmann-Box drin ein Shower and Go Gesichtspflege, normale bis trockene Lotusblütenextrakt. Wenn man in der Dusche ist, dass man sich da abschminken kann. Fand ich ganz okay, würde ich mir wahrscheinlich auch wieder kaufen. Habe ich aber bisher noch nicht getan, also so richtig begeistert war ich anscheinend nicht. Aber an sich, die Idee ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Gibst du mir das? Ja. Super, dankeschön. Dann von Darf ein Duschgel, was richtig, richtig gut riecht. Ich liebe ja Darf-Produkte. Darf und Nivea sind so meine Produkte, die ich als junge Frau kennengelernt habe und vom Duft her einfach mich immer wieder zurückversetzen. Riecht extrem gut, ist pure Verwöhnung mit Pistazie- und Magnolienduft und beide Duftrichtungen sind einfach, zusammen passen sie noch besser als alleine. Einfach traumhaft. Ja, wird definitiv wieder gekauft. Dann, wie erwähnt, gerade eben ein Nivea-Produkt und zwar das von, also für geschädigtes Haar ist die Spülung. Davon habe ich auch das Shampoo hier irgendwo, müsste auch hier gleich noch kommen. Fand ich beides sehr, sehr gut. Ich liebe Nivea-Produkte und hat auch wirklich meine Haare super gepflegt. Dann eine Pflegespülung von Alterra, die auch in der Rossmann-Box, glaube ich, drin war. Und zwar ist es die Color und Glanzspülung Lotusblüte. Und die fand ich echt angenehm, ist ohne Silikone, aber aktuell ist sie nicht reichhaltig genug für meine sehr strapazierten Haare durch meine Färbeexperimente an meinem Kopf. Deshalb kaufe ich sie jetzt erstmal nicht nach, aber wenn meine Haare sich wieder regeneriert hätten, als alltägliche Pflege wirklich sehr, sehr gut. Ein Rasierschaum für sensible Haut. Ist nicht leer gegangen, finden wir einfach nicht gut und deswegen kommt es jetzt in die Tonne. Kann ich gar nichts Gutes drüber sagen, deswegen einfach... Weg damit. Besagtes Shampoo nochmal. Dann ein Nivea Man Active Clean Produkt. Fanden wir ganz okay, würden wir auch nicht nachkaufen, weil da jetzt nicht dieser typische Nivea-Duft dabei war, finde ich persönlich. Und ja, hat jetzt auch nicht so den größten Unterschied gemacht zu anderen Pflegeprodukten.
das, was ich auch immer wieder nachkaufe, der Augen-Make-up-Entferner von Lidl. Ich finde den einfach unschlagbar. Ich finde den richtig gut. Er nimmt alles sanft runter. Die Wimpern werden nicht strapaziert beim Einreiben. Sogar wasserfestes Make-up macht es weg und ist einfach unschlagbar im Preis. Ich glaube, wenn es hochkommt, 1 Euro. Und deshalb wird es immer wieder nachgekauft. So, besagtes Deo, was irgendwie bei mir nicht viel hilft. Ich meine, ich liebe Garnier-Produkte als normales Deo, wenn ich rausgehe. Aber für Sport reicht das einfach nicht aus bei mir. Und deswegen kaufe ich das zwar in Kleinformat immer für die Handtasche, aber für den Sport brauche ich was Stärkeres. Dann ein Blue Dragon Rituals Produkt. Fanden wir echt gut, ist auch leer geworden. Allerdings duschen wir einfach nicht so oft und wir benutzen unsere Duschgele, die wir hier haben, einfach für den Sport meistens. Und dafür fanden wir das halt ein bisschen unpraktisch, weil es doch schon sehr schwer war. Weil es ist halt dieses Gel, Gelschauergel und das ist relativ schwer und deswegen haben wir das irgendwie nie mitgenommen. Hat ewig gedauert, bis es leer war, was ja eigentlich ein Vorteil ist, aber ja, würden wir jetzt nicht nachkaufen. Oh ja, ich weiß nicht, ob ich das schon gezeigt hatte. Mein Garnier ist Micellenwasser. Ich habe es wirklich versucht. Ihr seht es, ich habe es versucht. Ich muss es wegschmeißen. Ich habe davon unheimliche Pickel bekommen, extrem trockene Haut. Ich vertrage es überhaupt nicht. Ich weiß von einer Freundin, die verträgt das auch gar nicht. Und allerdings gibt es auch wieder ganz viele Menschen, die das super vertragen. Also für mich ist es nichts, deswegen wandert es genauso in die Tonne. Ein Deo, was ich gerne für den Sport für mich selbst benutze, ist von Adidas eins. Das war bei dem Avonlauf Paket mit bei, was man bekommen hat, wenn man mitgelaufen ist. Und ich war sehr, sehr überrascht, habe es mir jetzt in groß nachgekauft, weil ich das vom Duft gut finde, von der Haltbarkeit sehr gut finde und eben so sehr, sehr mag. Deswegen kaufe ich es mir wieder nach oder habe es mir schon nachgekauft. So, die Tüte ist leer. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr habt ein paar interessante Argumente bekommen für die Produkte und mein Kleiner hat mich zu sehr gestört im Hintergrund. Er spielt halt einfach sehr, sehr gern mit meinem Müll. Ne? Ja. Mit Kitty. Und mit der Kitty. Also ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wundert euch nicht, ich werde jetzt gleich im Anschluss das nächste Video drehen. Und zwar werde ich kochen und möchte euch auch eine spannende Reise mitnehmen. Für mich zumindest sehr spannend. Ich hoffe für euch auch. Und wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag.